Willkommen zu einer weiteren Folge Burnout Paradise. Heute fahren wir den Krieger Pioneer. Ja, ich wollte einfach mal einen Panzer fahren. Wenn wir hier ein Rennen veranstalten, sperren wir nicht vorher eine Strecke ab. Und genau das macht unsere Rennen ja so rasant. Du alleine entscheidest, welchen Weg du nimmst und ob du mitten durch den Verkehr. Ja, das ist mir bewusst. Warum erzählst du mir das? Irgendwie ist die Monitorkarte ein bisschen leise. Naja, wir starten auf jeden Fall wieder eine Road Rage, weil dafür ist der Wagen, glaube ich, doch ganz gut geeignet. Wenn wir schon so einen Panzer fahren, dann machen wir daraus auch was. Ja, mach ich. So, 5 Autos. So, jetzt interessiert mich aber mal Musik. Gewollte kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Audio-Option. Man kann Kopf auch noch falscher schreiben, ne? Also, ist möglich. So, okay. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Ob das vielleicht einfach an einem Auto liegt, kann es sein. Ich habe nämlich irgendwie sowas in der Erinnerung. Oh. Ja, okay, der ist hinüber. Oh. Ja, in diesem Moment, wenn man denkt, dass auf A das Nitro ist. Dabei ist es auf B. Und jetzt komm her. Boah. Jetzt hat der mir... Das kann ich aber jetzt, also... Das lass ich... Nein. Komm her, wo bist du? Du Schweinehund. Alles klar, tschüss, ihr zwei. So, dann mach ich mal den hier weg. Ich hab gesagt, dann mach ich den hier weg. Hab ich gesagt, oder? Okay, ich habe ihn weggemacht, habe den Takedown zwar nicht eingerichtet bekommen. Aber gut. Sag mal. Aus. So. Wollte ich nur mal zeigen hier. Muss man ja mal sagen, wer der Chef im Ding ist. Da ist er. Hey Kollege, du hast ihn mit einem Falschen angelegt. Schmeißt der hier das Stück Metall vor meinen Panzer? Mein Gott, ey. Ja, komm. Abgang machen. Hallo jetzt. Geht doch, ey. So, und du, mein Freund, hast es dir komplett verscherzt. Wo ist er? Da. Dann liebst du ja nochmal umdrehen und mal in die Fresse hauen, aber naja. Macht man ja nicht. Man ist ja freundlich. Also, in gewissem Maße. Da ist er wieder. Ich bin immer noch böse auf dich, ne? Alter, ich räume hier gerade aber echt. Jetzt bin ich so wieder im Blutrausch. Oh, der ist weg. Ja, bisschen. Handbremse auf A, was machen auf X, bitte? Und mal Kamera wechseln. Jo, der hat einfach mal hier aufgeräumt, also. Ah, der hat eingepackt. Habt ihr das gesehen? Einpacken für Profis. Den will ich noch, den will ich noch. Komm. Jawohl. Erstmal dazu zwingen, dass er eine Abkürzung fährt und dann nochmal eine geben. Okay, hab noch einen. So, du hast gewonnen. 14 Takedowns, 5 hätten wir gebraucht. Lizenz aufgewertet. Oh yeah. Ah, jetzt eine C-Lizenz. Heißt, wir kriegen ein neues Auto. 15 Siege.
alles Weitere liegt nun bei dir. Cruiser, oh. Der Nakamura Ikusa GT wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. Ja, den werde ich nächstes Mal auf jeden Fall fahren. Das ist ein Skyline. So, da vorne sehe ich eine Werkstatt, da will ich hin. Was haben wir denn hier für ein Event? Ja, mal noch was. Stuntrennen? Nee. Ich fahre kein Panzer, damit ich Stunts machen kann. Möchte ich nicht. So, was ist da vorne? Ein Rennen. Ja, komm. Fahren wir mal ein Rennen mit dem Schlachtschiff. So, ich bin hier und muss nach da. Okay. Heißt, da lang und dann da vorne irgendwo links abbiegen. Schaff ich. So, gehst du mal weg, bitte? Hallo, ey. Nicht wehren. Bin ich nicht nett, wenn sich die Leute wehren. So, Lackierung ändern. Während der Fahrt. Oh, ja, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und da vorne muss ich jetzt links abbiegen, oder? Ich weiß es nicht. War das hier? Nee. Also hier noch geradeaus, okay. Dann war es aber hier, ne? Ja. Das heißt. Einlenken, Erdbeben, alles rum. Okay, passt. Ach stimmt, ja, Burnout Paradise, wo ich die Handbremse nicht verwende. Ach, ich habe ja gerade Hot Pursuit aufgenommen. Da wären für solche Kurven Handbremse wäre natürlich super gewesen. Aber gut, hier darf man es ja nicht machen. Muss man ja dann mit der normalen Bremse machen. Das heißt, im Gegenverkehr jetzt Speed aufbauen. Und ja, komm. Gib ihm. Müsste ich jetzt hier auch gleich wieder runterkommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Oh. Ups. Links. Oder? Da hat er nicht geblinkt. Nee, der Blinker wurde nicht angezeigt. Das finde ich ja frech. Weißt du, muss links abbiegen, das Spiel hätte mich gerade ausfahren lassen. Schweinerei. Jetzt fahre ich den anderen noch frontal entgegen. Da habe ich gewonnen. Heißt nur noch 14 Siege. Das ist nicht viel. Halte Ausschau nach dem Kitano Hydrus Custom. Gott, jetzt kommen ja aber die Japaner. Okay, dann fangen wir mal. Spielen wir mal, was war das? Eclipse jagen. Aber vorher. Springen. Wunderbar. Und noch mehr springen. Oh, reicht es? Nein. Schade, hätte ich mir denken können. Da drüben ist eine Werkstatt, da möchte ich hin. So, wo ist der Typ? Der Wagen. Da ist er. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Oh, scheinbar nicht mehr so gut, ne? Ja, doof, aber kann man nichts machen. Ja, ein Event geht noch auf jeden Fall. Jetzt eventuell nicht noch ein Rennen, das wäre langweilig. Was ist denn da links? Da links ist doch noch eine Ampel. Treppe hätte ich fast gesagt, nee, eine Ampel. Hier für ein Event. Markman. Ja Mensch, das kann man mit dem Ding doch machen. Gelingt dir die Flucht? Du bist hier. Ja, wahrscheinlich muss ich zum Stadion da unten, oder? Ja. Heißt einmal runterfahren und dann links, okay. So, jetzt pass auf. Trick 17.
Okay, hat nicht funktioniert. Weg. Und du gehst weg. Kann nicht abbiegen, sorry. Na, jetzt aber Handbremse. Oh ja. Der ist ein guter. Gutes Ausweichmanöver. Wunderbar. Ist einfach noch geradeaus. Mehr ist es dann ja schon nicht mehr. Guten Tag. Wer ist hinüber? Bisschen schade finde ich, dass man die Autos, die die fahren, aber ist ja so Charger-mäßig, dass man die nicht bekommen kann. Traurig. Warum soll ich denn hier abbiegen? Das macht doch keinen Sinn. Du willst abbiegen, oder? Ja, doch. Habe ich gehört. Ja, hier will ich jetzt natürlich links fahren. Aber auch nicht da abbiegen, wie das mir sagt. Irgendwie die Routenführung hier in dem Spiel passt nicht so ganz. Harte Gewonne. Bist du Wildcat Stadium angekommen? Das ist doch schön. Haben wir noch ein Auto? Nee. Was sonst noch? Irgendwas, was ich noch machen könnte? Ja, komm. Ein kleines Event geht noch. Vielleicht noch ein Markt, wenn du sowas. Das da. Orca Burning Root. Nee, kann ich ja nicht machen. Das da. Guck mal, da vorne ist eine Road Rage. Ich will nochmal Road Ragen. Die Wagen macht Spaß. Handbremse. Boah, ja, ist so gut. Habt ihr den Sound gerade gehört? Halleluja. So, 6 Takedowns. Wird von Mal zu Mal mehr. Also heißt, ich weiß nicht, was du für einen Motor hast, aber hört sich nicht nach V8 an, wenn ich das mal so offen sagen darf. Geh mal nachprüfen, was du für einen Motor hast. Was ist der denn? War weg. Über den fahre ich einfach drüber. Guten Tag. Ey. So nicht, mein Freund. So nicht. Au. Takedown kassiert und wurde mir der angerechnet, den ich gemacht habe? Nee. Schweinerei. Hab mir mehr da, Freunde. Ja, den F hätte ich ganz gerne. Der ist echt stabil. Aber der nicht. Ich würde echt mal interessieren, wie viele Leute eigentlich währenddessen sterben. So. Wenn jetzt mal angenommen, da würden jetzt Fahrer drin sitzen, ne? Ach du Scheiße, der ist abgehoben. Ah, das war ein schöner Takedown. Das war ein schöner. In den anderen rein ran. Das war Pioneer Work. Krieger Teamwork, sagt man auch. Unter Fans. Ah, guten Tag. Und hat durch die Tankstelle durch, er hat wenigstens Boost. So, jetzt mache ich den noch weg. Und dann jetzt so eine Frage. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Wenn ich den bleib. Ja, okay, es funktioniert. Das ist doch schön. Dass dann die Zeit quasi übersprungen wird bis zum Ende. So. Na, würde ich sagen, war's das für die Folge bei Paradise. Über eine Bewertung würde mich freuen. Bis nächste Mal. Servus.